kann mir nicht vorstellen zu campen, weil ich habe weder Erfahrung noch irgendwelche Kenntnisse. Und ich würde wahrscheinlich mein Leben nur verschwenden an dieser Stelle. Ich könnte viel, viel hilfreicher sein hinter der Frontlinie. Eben mit der Musik oder mit meinen Händen und Füßen, mit meinem Kopf. Aber jetzt nicht mit Gewalt, weil so diesen Hass oder diesen Drang, jetzt unbedingt kämpfen zu müssen, auch wenn ich kein Militärmensch bin, habe ich jetzt nicht. Ich heiße Alexei Semenenko, ich wurde in Odessa geboren, habe lange Zeit in Deutschland studiert und jetzt habe ich sogar einen Job in Essener Folkwang-Universität als Professor der Violine. Und dann komme ich nach Kiew, um ein Konzert zu spielen mit Orchester. Spiele das am 23. Februar abends, begrüße das Publikum und sage, ja, es ist natürlich so eine schwierige Zeit und ich verstehe und ich kenne die Risiken und ich bin trotzdem gekommen, um euch zu unterstützen. Und jetzt genießen wir gemeinsam die Musik. Ich möchte euch für mindestens diese halbe Stunde bis 30, bis 40 Minuten weg von euren Sorgen und von dem Alltag wegbringen. Und dann am nächsten Tag wurde ich von dem Krieg geweckt. Und dann ging es los, ich konnte nicht mehr aus Kiew, alles war voller Panik und voller Verkehr. Und dann dachte ich, ja, ich überdauere diese zwei Tage in Kiew, aber dann wurde es nur schlimmer. Und jetzt bin ich hier in Lviv gelandet und kann nicht mehr über die Grenze, weil ich die ukrainische Staatsangehörigkeit habe und unter keinen Umständen, selbst mit dem deutschen Ausweis, nicht nach Polen kann, also nicht über die Grenze, überall. Ja, wegen der Mobilmachung, generelle Mobilmachung. Und jetzt tue ich alles, damit ich hier irgendwie hilfreich bin, auch außer jetzt Geige und Violinspiel und Musik. Ich helfe dann aus in der Bäckerei und versuche mich von all diesem Mord und alles, was im Osten gerade und im Süden, im Norden, gerade in Kiew passiert, ich versuche mich zu distanzieren, sonst kann man verrückt werden. Jetzt warte ich entweder auf Kriegsende oder auf höher stehenden Instanzen bis auf den Präsidenten Zelensky, weiß ich ja gar nicht. Aber jetzt, es geht jetzt schließlich, es geht nicht um mich. Ich verstehe, dass es gibt, ich bin nicht im Zentrum des Universums. Mein Fall ist auch nicht ein besonderer Fall. Es gibt hunderte von Menschen, die jetzt Männer, die über die Grenze möchten und dann möchte ich eben auch hier hilfreich sein und nicht nur um mich Gedanken machen. Ich habe mich gewöhnt schon an Lviv, an diese Atmosphäre hier und möchte fast schon gar nicht mehr weg, würde ich so sagen. Jetzt hat sich der Tag so ein bisschen so reingeschlichen und jetzt weiß ich stehe auf, ich gehe dorthin. Und es trägt zu der Erfahrung des Lebens bei. Und ich bedauere das auf keinen Fall, dass ich eben in die Ukraine gekommen bin, um dieses Konzert zu spielen.